So, in diesem Video soll es nochmal um das Thema Summe, Produkt, was habe ich für einen Term gehen. Der Hintergrund ist der, dass ich ja Rechnungen nur dann umstellen kann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Also zum Beispiel jetzt mal ganz was Einfaches: 6 mal 7 ist ja eine Summe und ich kann diese Summe umschreiben in 7 plus 6. Das ist eine Summe mit zwei Summanden und das Kommutativgesetz besagt ja, dass ich das Ganze dann vertauschen kann. Das gilt auch noch, wenn ich zum Beispiel 6 plus 7, minus 8 habe, denn ich kann ja aus dieser Differenz, hier hinten ist ja eben das Minuszeichen, aus der kann ich ja eine Summe machen, indem ich das Ganze umschreibe, 6 plus 7 plus minus 8. Und so habe ich hier eine Summe wiederum, die ich ebenso umstellen kann. Also zum Beispiel 6 plus minus 8 plus 7. Ich könnte das jetzt natürlich dann auch wieder umschreiben, 6 minus 8 plus 7. Und dann ist das also richtig umgestellt. Das sind aber reine Strichzeichen, also Plus und Minus rechnen. Und schwieriger ist es eben, wenn noch Plus und Minus und Mal und vielleicht auch geteilt dazu kommt. Deshalb jetzt mal eine weitere Aufgabe, wo wir beides haben. Und zwar 2 mal 3 plus 4. So, welche Rechnung ist das? Ich habe ja hier zwei Rechenzeichen drin. Das ist einmal ein Malrechenzeichen und ein Plusrechenzeichen. Ist es jetzt also ein Produkt oder ist es eine Summe oder ist es gar nichts von beiden ganz genau, weil es eben ja gemischt ist? Eigentlich, das ist sozusagen jetzt das Ergebnis, ist es eine Summe. Zur Erinnerung, ich schreibe das nochmal seitlich ein bisschen auf. 2 mal 3 plus 4. Ihr solltet ja die Regel kennen. Punkt vor Strichrechnung. Das heißt, ich muss bei dieser Rechnung als erstes 2 mal 3 rechnen und dann erst rechne ich dann plus 4. Das wäre dann im inneren Kästchen wäre das 6 und 6 plus 4 wäre dann erst 10. Also das ist die Reihenfolge, die zu beachten ist. Und dieses Kästchen hier, das innere Kästchen, also das ist im Prinzip der Grund dafür, dass ich sagen kann, das, was ich hier habe, ist letztendlich eigentlich eine Summe. Das Letzte, was durchgeführt wird, ist die Addition von diesem Produkt und diesem Summanden. Das heißt, mein erster Summand ist selber für sich eigentlich ein Produkt, aber es sind eben zwei Summanden. So, das heißt, na Moment, jetzt habe ich, wenn ich jetzt meine Rechnung mir vornehme, 2 mal 3 ist plus 4, dann habe ich zwei Summanden, nämlich das ist der erste Summand und das ist der zweite Summand. Und diese Summanden, die darf ich vertauschen. Das heißt, ich kann das also zum Beispiel umschreiben in 4 plus 2 mal 3. Das ist erlaubt. Was allerdings nicht erlaubt ist, eben zum Beispiel, wenn man noch die gleiche Rechnung nochmal oder die gleiche Aufgabe nochmal nimmt, ist zu sagen, ich nehme hier 3 und 4, da ist ja ein Plus dazwischen. Warum also nicht umschreiben in 2 mal und jetzt wird halt 3 und 4 vertauscht. Ja. 4 plus 3,
Das geht eben definitiv nicht. Das ist ein absoluter Fehler. Das ist falsch. Der Hintergrund ist der, wie oben schon hier markiert, ist dieses Kästchen, dass das zuerst gerechnet wird. Und deshalb darf ich hier eben nicht vertauschen, sondern ich habe hier letztendlich ein Summand, zwei Summanden mit einer Summe, wobei eine der Summanden eben ein Produkt ist. Also erster Summand, das soll Summand heißen, ist ein Produkt. Und wenn ich diesen Summanden vertauschen will, dann muss ich dieses Produkt eben auch zusammenlassen. Gehen wir gerade mal noch zu ein paar anderen Aufgaben oder einer anderen Aufgabenvariante. 5. Ah, 5 plus 6 in Klammern mal 7. Zur Erinnerung wieder mit diesen Boxen, mit dieser Kästchenschreibweise. Hier habe ich ja eine Klammer und diese Klammer hat Vorrang für alle anderen Rechnungen. Auch wenn hier ja ein Mal ist und normalerweise Mal, also Punkt vor Strichrechnung geht, ist hier so, dass diese Klammer bewirkt, dass das, was in der Klammer steht, zuerst berechnet werden muss. Und dann habe ich erst die Multiplikation, also das mal 7, was durchgeführt werden muss. Also ich muss eben zuerst rechnen 5 mal 6 und dann mal 7. So, was ich jetzt hier habe, ist keine Summe insgesamt, sondern das ist ein Produkt. Denn ich habe ja die Rechnung, die als letztes durchgeführt wird, das ist diese hier, das ist das Mal. Und von daher habe ich ein Produkt mit zwei Faktoren, nämlich einmal diese Klammer mit der Summe drin und die Zahl 7. Also, das ist, hier waren es die zwei Summanden. Hier sind es zwei Faktoren. Und der erste Faktor, der ist in diesem Fall eine Summe. So, und was ich jetzt hier machen kann, ist eben vertauschen, weil ich habe ja einen Faktor und da kann ich eben, oder bei zwei Faktoren, bei einem Produkt kann ich durchaus tauschen. Und zwar könnte ich dann daraus machen, zum Beispiel 7 mal in Klammern 5 plus 6. Ich kann natürlich nicht irgendwie das, was in der Klammer steht, was ja eben die Klammer bewirkt ja, dass das zusammenhält. Ja, das darf ich nicht aufmachen und irgendwie irgendwas anderes tauschen. Also, was zum Beispiel nicht möglich ist, natürlich nicht möglich ist, ist, dass ich sowas tausche wie 5 plus 7 und dann mal 6. Das ist natürlich total falsch. Das ist also absolut falsch. Das darf ich niemals so machen. Okay. Jetzt nochmal, das waren jetzt gerade die Grundlagen. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Beispiele. Wenn ich zum Beispiel habe 5 mal x plus 3 minus 2, dann habe ich hier im Grunde genommen eine Summe. Nämlich, das ist ein Summand, das ist ein Summand und das ist auch ein Summand,
Wobei wir ja dran denken, dass wir das umschreiben könnten in plus minus 2 hier. Ne? Das wissen wir, dass wir das umschreiben könnten im Gedanken. Deshalb ist das eine Summe. Und bei so einer Summe kann ich ja dann beliebig mit dem Assoziativgesetz zusammenfassen. Man muss halt ein bisschen aufpassen mit dem Minus, dass man das nicht sozusagen falsch anwendet. Das heißt, ich könnte hier eben 5 mal x und das zusammenrechnen da hinten, also sozusagen mit dem As das Assoziativgesetz anwenden und dann hier rechnen 5 mal x plus 3 minus 2 oder 5x plus 1. Ja, das geht. Was zum Beispiel nicht geht, wenn wir jetzt mal sowas hier machen. Ich schreibe mal wieder das 5x plus 3 geteilt durch 5. Was habe ich hier? Naja, hier habe ich jetzt die letzte Rechnung, die durchgeführt wird. Moment, zum Markieren. Beziehungsweise ich markiere mal mit den Kästchen. Ja, was müsste zuerst gerechnet werden? Ich habe hier ja ein Mal bei dem 5x und ich habe hier eine Punktrechnung 3 durch 5. Das heißt, letztendlich ist das hier eigentlich auch eine Summe. Ich habe eigentlich quasi zwei Summanden. Ich habe zwei Summanden. So, darf ich jetzt umstellen? 5 mal x geteilt durch 5 plus 3? Nein, darf ich nicht. Denn diese Summanden hier, die muss ich erst quasi für sich selber ausrechnen und dann erst kann ich da sonst mehr umstellen. Es geht einfach nicht. Der Hintergrund ist der, dass eben das hier was ich hier grün markiert habe, dass das eben zuerst ausgerechnet werden müsste. Und dann darf ich nicht hier vertauschen. Ja, denn dann tausche ich ja. Mal gerade noch eine andere Farbe. Dann habe ich jetzt ja auf einmal hier mein Pluszeichen, mein Summenzeichen und ich habe diesen Summand und diesen Summand. Das sind also ganz andere Summanden als vorher. Vertauschen darf ich, wenn ich eine Summe habe, also nur, wenn die Summanden für sich zusammenbleiben. Und das ist hier falsch, deshalb ist das also auch total falsch. Ja, so. Das ist total falsch und darf so nicht gemacht werden. Also ein ganz wichtiger Punkt ist die Reihenfolge beachten. Was habe ich? Hier ist es eben eine Summe zum Beispiel und deshalb darf ich nur die Summanden für sich zusammenhängend tauschen. Hier habe ich ein Produkt. Dieses Produkt, da darf ich die Faktoren untereinander tauschen. Und auch wenn es hier eben wie hier gemischt ist, ne? Also ich darf jetzt nicht sagen, hier, das ist ja sowas wie ein Produkt, dann tausche ich vielleicht untereinander. Das geht ja im Prinzip so auch nicht, wenn dann müsste ich das natürlich umschreiben. Aber ich kann niemals die 5 zum Beispiel hier vorne in diesen Summanden dann auf diese Art und Weise reinbekommen. Okay, es folgt jetzt eine Übung, wo es darum geht, habe ich eine Summe oder habe ich ein Produkt und darf ich tauschen bzw. darf ich nicht tauschen, damit ihr das auch ein bisschen gleich anwenden könnt.